Supi, es geht weiter und zwar mit dem Dandolo. Und es ist ja mittlerweile schon ein bisschen dunkel geworden. Und ich würde mal sagen, wir sind ja hier in der Ecke, wo es dann, ja, hier, da bei Onas Hof. Und ich würde Folgendes vorschlagen, weil die Suchenden, die sind ja immer so dunkel. Und wenn wir die jetzt, mal bei Tageslicht mal am besten erkennen könnten, pass mal auf, dann schicken Warte wir auf mal mich. Den Dandolo. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Genau. Und zwar gehst du mal wieder bitte zurück zur Dingsbums, hier zum Onas Hof. Warte auf mich, auf Onas Hof. Na gut, dann gehe ich mal los. Das ist gut. Denn ich mit meinem Süddeutsch wieder oder mit meinem, weiß ich nicht, warum das so ist. Bei mir, ist das so. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich kann auch ein paar Prominente imitieren. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal vor ein paar zig Folgen gemacht. Je nachdem, wie mir das gerade eben so spontan einfällt. So, dann wollen wir mal bis zum nächsten Morgen uns ausruhen. So, jetzt bin ich natürlich auf mich alleine gestellt, um den Dandolo da hinten wieder zu treffen. Das ist ja eigentlich kein großer Weg. Da liegt zum Beispiel schon der Schlafende. Das war ja in der letzten Folge einer von Zweien. Wobei ich mich frage, wo denn der Zweite, der ist ja hier oben, genatzt worden von dem Herrn Dandolo. Und ich weiß, wir kommen irgendwo hier an der Seite rum. Richtig. Mal gucken, ob wir den noch looten können. Der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da, da. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter, immer weiter. Und schau mal, ob wir irgendwas hier in dem Gebiet an gefährlichen. Aha. Man hat's gehört. Da war wieder ein Schlafender, Suchender. Jetzt hat was. Jetzt haben wir es rübergekriegt. Genau, richtig. So, speichere ich mal. Ja. Also, Dandolo ist immer ein gut Freund, finde ich. Und deswegen schauen wir mal, ob wir den mal wieder finden, damit wir das Ganze von hinten nochmal aufräumen können. Oh, es rappelt noch ein bisschen hier in der Kiste. So, da hinten ist er. Versuchen wir auch mal hier in Richtung Wald das Ganze mal aufzudröseln, aufzuräumen. So, dann komm mal bitte mit. Komm mit. Auf geht's. Genau, richtig. Denn irgendwo geht's ja da hinten weiter. Pepe, alles gut mit deinen Schäfchen? Hallo, kannst du mir sagen, was hier los ist? Na, das ist doch ein Blinder. Die Orks. Ja. Verstehe. Am besten sprichst du mit den Söldnern über die Situation. Ja, okay, da hat sich nichts geändert. Ich glaube, ich brauche in Zukunft die ganzen NPCs nicht mehr zu fragen, es sei denn, es ist noch irgendwas Quest-Relevantes. Hier, Kavalorn, ne? Genau, und ja! Ey, wen haben wir denn da? Ein Suchender. Dann wollen wir mal schnell speichern. So, dann wollen wir mal gucken. Kann das sein, dass dahinter noch einer ist? Oder nee, das ist nur ein Baumstampf. Baumstamm. Gut, okay. Dann kratzen wir den mal ein bisschen an. Da ist er. Sehr schön. Ah! Voll in den Strahl gelaufen hier. Voll in den Strahl gelaufen. So, okay. Dann haben wir da hinten noch die Ecke. Mal gucken, ob da auch noch was ist. Sollte ich vielleicht auch noch mal erst einmal speichern und was trinken? Schubidubidi, dam. So. Sei wachsam. Und sei auf der Hut, Dandolo, mit mir. Denn in der Ecke tut sich kein Schlafender verstecken. Warum sage ich immer Schlafender? Da Schlafende. Ja, weiß ich auch nicht. No. So. Was ich ein bisschen vermisse jetzt so, von wegen ich treffe hier auf Schlafende, ist hier unten was am Liegen. Und zwar, ja, genau, eine Krusch, da, Krusch kaputt, oder wie die heißt. Und hier nochmal so eine Krusch-Urock. Was ich ein bisschen vermisse ist, was ist das da hinten?
Okay. Das ist ein Lagerfeuer in einer Höhle. Ist denn da jemand noch drinne? Nein. So, nochmal. Was ich ein bisschen vermisse, hier treffen wir auf die Suchenden. Und die werde ich geknackt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass eventuell, hier ist keiner drin, gut, dass eventuell eine Quest gibt, die Suchenden oder so, ich weiß es nicht, dass man dann irgendwie eine Karte bekommen könnte, wo die sein sollen oder stehen können. Ich weiß es nicht, könnt ihr mir gerne schreiben, dass ich dann hier die ganze Zeit die Quest vorwegnehme, anstatt Corines jetzt mal zu befreien. Aber wenn ich doch hier schon in der Nähe bin, kann ich doch gleichzeitig mit Dandolo 5 Fliegen mit 3 Klappen schlagen oder... Kann ja sein. Ich glaube da hinten... Nein, das sieht nur so aus. Mein Gott, wenn sich das Auge an irgendwas festbeißt, dann sieht man alles nur voller schwarzer Kutten. Ich muss aufpassen, dass ich den Dandolo nicht verliere, weil ich immer noch hier rumhetze. Oh, fällt mir gerade ein. Dandolo, sollen wir mal der Sagitta mal einen Besuch abstatten, weil ich finde die richtig klasse. Die hat eventuell noch ein bisschen gutes Zeugs für uns. Ja, richtig schöne Kräutertjes, Tränkjes. Apropos, ich hatte mich ja gerade wieder regeneriert und zwar mit Bananenkompott. Apfelkompott, Dunkelpilzsuppe, gab auch gleich wieder Boni ohne Ende. Also Stärke 1, 5 Mana und Lebensinne und noch irgendwas. Stärke und Mana und was war da noch? Dunkelpilzsuppe für Mana und Stärke wegen Apfelkompott. Warum hängt das hier alles? Das ist immer diese Stelle. Leider. Okay. Bist noch da, Dandolo? Super. Ach ja, werden wir hier so richtig schön in dem Wald herumspazieren. Ich stelle mir den Duft von Holz und Fichtennadeln vor. Frühling. Kann ich ja erzählen, dass ich auf meinem YouTube-Kanal jetzt eine Community-Tab eingerichtet habe. Was heißt eingerichtet? Die gab es ja immer schon. Oh, da hinten läuft was. Und da habe ich eine Abstimmung sozusagen aufgebaut. Und zwar in Bezug auf einen Livestream. In Bezug auf einen Livestream. Und da habe ich 3 Sachen aufgezählt. Und da könnt ihr mal euch entscheiden, für welches Thema ich einen Livestream machen könnte. So, da hinten gibt es noch ein bisschen Zeug. Ein Drachenschnäpfer. Schnäpper. Mal gucken, wie schnell er schnäppt. Schon wieder so ein Mistvieh. Okay. Nein, doch nicht Dandolo. Drachenschnäpper. Aber da hinten sind schon wieder Suchende, die mir oder die uns Experience Points wegnehmen gerade. Eben seht ihr das da hinten? Oder? Stopp, zieh doch. Nein, du sollst noch bitte schön. Ja, sorry, ist ein bisschen. So, suchen da. Siehst du? Hat's also erwischt. Jawohl. So, dann pass mal auf. Dann machen wir Folgendes. Der ist ja schon ein bisschen an. Oh, Moment, das sind 2er. So, der ist. Der hier vorne ist noch okay. Dann war das der hintere. Das Gemeine ist ja. Mann! 2 Stück. Oh, war ja. Und das soll denn der Dandolo alleine machen? Das kann ich nicht annehmen. Nein, das geht so nicht. Jawohl, so wie das aussieht, sind das 2er. Genau, richtig. Und 2er sind immer Mist. Und wenn die unmittelbar nebeneinander stehen, dann wird das schlimm. Weißt du was, Dandolo? Dann pass mal auf. Mach mal Folgendes. Gehen wir Richtung Sagitta. Und wir hätten mal die Blutfliege noch mal eben abknallen. Auf den wenn die nicht mehr so rumzappeln würde. So, da ist sie. Hallo? Okay. Sehr lustig. Gut.
Guter Abstand. Oh. Was ist denn hier noch alles los? Jetzt gibt es hier plötzlich wieder neues Loot-Material an der Innerstatue. Dann werde ich doch mal beten und spende 100 Stücke Gold. Oh, Stärke 1. Kann man immer alles gebrauchen, liebe Freunde. Ich hoffe, dass Agita noch da ist. Okay, hier ist keiner, der uns auflauert. Oh, Sagitta, Bisher, bleib da. Denn ich möchte ganz gerne noch was von dir erhalten. Ah, ich finde das toll. So schön hier im Kamin. Mal gucken, was du nochmal verkaufen könntest. Welche Ware hast du anzubieten? Welche Tränke kann ich mir... Heile mich, ja, heile mich bitte. Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Ja, und welche Ware hast du denn? Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Ja, da sind Sachen dabei, die ich will. Ich überspringe das natürlich. So, Dele, jetzt haben wir ein bisschen was eingekauft, hauptsächlich Tränke. Bei der im Sofa sitzenden Sagitta, wobei ich mich frage, ich habe in deinem Inventar kein Henna gefunden. Frag mich, wie sie ihre Haare rot färbt, ne? Gut, weiter geht's dann, Dolo. Ich habe hier noch einen Alchemietisch. Vielleicht sollte ich da noch ein bisschen was machen. Auch das werde ich mal überspringen. Und zwar vielleicht noch ein paar Sachen hier extrahieren und Gift und so weiter und so fort und so weiter. Was ich jetzt noch so machen kann, das überspringe ich. So, Dele, jetzt habe ich so einiges hergestellt. Sprengstoffpfeile, Schwarzpulver und jetzt möchte ich ganz gerne natürlich, dass wir wieder hier die Tränke uns angucken. Gift habe ich hergestellt. So, was haben wir denn hier? Trank der Geistesveränderung, den sollte ich mal nicht trinken. So, dann haben wir da noch was. Und zwar zweimal Elixier der Geschicklichkeit. Noch ein Elixier der Geschicklichkeit und einmal Stärke. Richtig, dann gucken wir uns mal gleichzeitig auf die Potenztafel. Oh, Geschick habe ich noch ein bisschen wenig. Ich will mal auf 200 hochkommen, das heißt auch nochmal zwei Tränke brauen. Mache ich mal eben. Mist, geht nicht mehr, zu wenig Rohstoffe. Das habe ich erst festgestellt. Ich habe nämlich nur so Pi mal Daumen gemixt. Ja, dann geht's wieder raus mit Dandolo. Und schauen wir mal, wie das hier wieder aussieht mit den Suchenden und so, wie wir das hinkriegen. Das sehen wir hoffentlich gleich. Ja, dann. Oha. Jetzt da ist einer. Das sind zwei, das wissen wir ja. Wie weit schaffen wir denn das? Dandolo, ich möchte nicht, dass du in dein Verderben rennst, deswegen muss ich dich erst nochmal umprogrammieren. Defensiv. Genau. Ich muss mir 1000 Mal überlegen. Okay, also. Suchende haben leider den Nachteil, dass sie nicht aufeinander zukommen. Also, dass uns nicht. Dass sie nicht auf uns zukommen. Da ist nämlich noch einer. Okay, der ist aber hinterm Baum. Ist er gut? Oh. Aufpassen. Oh, die kommen. Da stehen die Bakaluten ja direkt hinterm Bamberger, hinterm Baum meine ich. Oh, 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 ich speichere mal ab. Wenn die da so lustigst dahinter stehen, versuche ich mal eine Eiswelle zu generieren. Hoffentlich hat die... Okay, da muss ich ein bisschen vorausgehen, nicht, dass es den Dandolo auch noch erwischt. Los! So, hat das geklappt? Hat das eventuell geklappt? Die sind eingefroren, die Suchenden. Und ich bin kurz vom Garen, also vom Gar werden. Ja, Dandolo, das ist gut, dass du mal dir überlegst, auch mal hierher zu kommen. Aber es war ja nur zu deinem Schutz, ne? So. Wow. Ja, dann werden wir mal wieder ein bisschen Suppe trinken und so. Uiuiuiuiuiui. Gucken wir mal weiter. Schauen wir mal. Ja, wieder zwei Stück. Und zwar hier auf dieser Anhöhe. Hm.
Sollen wir uns Deckung verschaffen? Wie eben. Na, nicht so pralle. Das wäre zu nah. Was? Wissen? Wiesenschinder? Was sind das jetzt für ein Getier? Das habe ich noch gar nicht gelesen. Wiesenschinder. Ich kenne nur den Schinderhannes. Schon wieder so ein Mistvieh. Okay. Was man noch alles Namen geben kann. Was hatten die alles? Ach, nur Krallen. Zangen. Leute, das sind nicht nur zwei Suchende. Das sind ganz viele. Au, Bayer. Ja, gut, okay. Während ich gespeichert habe, habe ich mir überlegt, dass ich den Dadolo doch mal woanders hinschicke. Und zwar wieder mal zu Onas Hof. Warte auf mich. Na gut. Damit ich einen Globalzauber wirken kann, der ein bisschen, also der ein bisschen hier diese Teile hier verletzt, die Suchenden. Da muss ich mal gucken. Und zwar, Rico, fällt mir da als erstes Unwetter ein. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Weil wenn ich Feuerregen nehme, obwohl die ja selber Feuer produzieren, wäre das nicht so das Prallste von it. Ey, so habe ich denn überhaupt Unwetter? Nee, hier ist Feuerregen. Unwetter, Unwetter, Unwetter. Da ist es. Ich habe es gerade hier. Och, vier. Gut. Okay, dann trinken wir noch mal eine Runde Mana. Dann will ich mal hoffen, dass das Unwetter, desto mehr Magiefähigkeit oder Wissen ich habe, desto krasser sollte denn das sein. Okay, ich lasse es mal drauf ankommen. Ein bisschen weiter nach vorne. Oh weia. Oh weia. So, bis da hinten reicht es noch nicht. Überhaupt was gebracht? Hat das überhaupt was gebracht? Also Experience Points habe ich hier keine angezeigt bekommen. Ja, ein bisschen. Ach, da oben! Das ist ja gemein. Meine Herren. So, ich musste nämlich noch einen anderen Pfeil einlegen. Ups. Dachte schon, was fällt denn da runter? Entweder treffe ich eine, ich treffe eine nicht. Gehe ich zurück, dann wird er Funken sprühen. Scheiße. Gucken, vielleicht einen kleinen Schritt. Ja. Oh, stopp. Nein! Das ist jetzt echt dull. Klappen. Okay, der ist jetzt hin. Werde ich mich auch mal wieder ein bisschen kräften. Okay, die Kampfmusik ist weg. Jetzt werde ich mich mal hier um den Baum bewegen. Wie viele Körper sehe ich denn hier? 1, 2, 3, 4. Nein, das ist gar nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Aha, die sind ein bisschen angeschmatzt. Stopp. Wow, war das knapp. Wie viel habe ich denn noch für Unwetter? Ah, okay, dann machen wir doch mal noch ein Unwetter wirken. Weil die sind ja richtig schön da in der Nähe. Ich beeindrucke die nicht. Die haben richtige Schimpansenköpfe hier. Ja, jetzt hat was gebracht. Okay, der ist auch hin. Speichern. Okay, mal gucken, ob wir den nächsten auch so auf diese Art und Weise eventuell. Guck, guck. Au, durch den Baum durch. Doch, so doch nicht. Aber dafür hat er nicht mehr viel. Das ist übelst. Oder vielleicht kriege ich eine mit dem feinen Bogen eventuell. Nee. Ah, der wird anvisiert, aber. Ja, ja, ja. Eck. Ah.
Oho, hoffentlich haben wir noch eine weitere Glückssträhne. Aha. Die Glückssträhne haben wir. Kaputt, Nick. Okay, hier ist noch einer. Speicher lieber nochmal. Der letzte, der letzte. Gucken. Nein, noch nicht. Ja. Ja, immer noch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Gucken. Ja, doch. Wird nicht angezeigt. Aber er zuckt. Leute, die letzten Zuckungen dieses Quartetts der Suchenden. Moment. 2. 3. Und irgendwo müsste noch ein 4. versteckt sein. Genau, richtig. Na, das ist doch klasse. Perfektor. Ah, ich mach Folgendes. Ich hole mir den Dandolo wieder hierher. Denn so alleine traue ich mich doch nicht so in den tiefen, mystischen Wald. So, erstmal auf zum Großbauern. Dandolo, komm mit. Hey! Und dann geht's wieder rum. Da, wo wir eben gerade die Vierer Truppe, ne? Clever gekillt haben? Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Vorsichtig. Hier befinde ich mich jetzt mit Dandolo in Korinis. Es fängt wieder an zu regnen. Mein Gott, das hatten wir ja lange nicht mehr gehabt. Und zwar Regen haben wir in Varant ja nie gesehen. So, aufpassen, Obacht geben. Ich sagte Obacht geben, nein. Hier gucken. Goblinkrieger. Oh, hier gibt es wieder so lustige Geschichten. Wie ein Wiesenschinder. Wiesenschinder. Schon wieder so ein Mistvieh. Schön. Noch ein Wiesenschinder. Ja, du bist ja schnell. Mann, oh Mann. Noch ein. Okay, die haben ja nur Krallen. Jetzt haben wir noch irgendwo einen Gobo-Krieger. Da hinten. Und tschüss. Gibt's noch was in der Nähe? So, was hast du denn dabei? Ah, 5-mal Joll, da ist noch eine Statue. Ach, jetzt nervt der Regen wieder, ne? Ich habe auch so oft im Forum gelesen, im Renderforum. Oh, der ist mir ein bisschen zu dicht, wie kann ich das ändern? Man kann es ändern, aber nicht in der Intensität, glaube ich. Doch, kann man. Ich habe den, glaube ich, sogar hier für mich geändert. Richtig. Was haben wir denn noch hier so in der Umgebung? Nicht so viel. Ja, hier nur Statue. Darf ich denn nochmal beten? Oder habe ich schon alles ausgegeben? 50 Goldstücke. Haha, das war zu wenig. Ich hatte nicht mehr so viel. Naja, eigene Schuld. Kommt auch vor. Ho. Ich gehe doch jetzt mal hoch. Mit Dandolo. Oder? Nein. Ich bin so indecisive. Also unentschlossen. Okay, gucken wir mal, was es hier noch gibt. Da hinten geht ein bisschen die Sonne auf. Und immer wieder geht die Sonne. Oh, Suhu! Juhu, ein Suhu! So wie das aussieht, ist das nur ein einziger. Ja, okay, dann können wir mal wieder Folgendes machen. Anritzen. Moment mal, bevor ich erstmal checken, ob ich überhaupt, ja, ich wusste es, bevor ich überhaupt mein Manöver starte, auf alle Fälle mal hier wieder mal den Geschwindigkeitsring aus an und dann können wir es mal wagen. So. Na? Ah, ein bisschen näher ran. Ja, jetzt. Okay. Wo ist denn jetzt Dandolo? Oh ja, Dandolo hat mal wieder Kaffee getrunken da hinten. Moment, orgischer Talisman, Schutz vor Feuer. Ach, so ist das.
deswegen. Okidoki. Supi. Okay. Wir müssen eigentlich mal wieder zurück, weil da ist doch bestimmt hier. Genau, richtig. Da geht es Richtung dem See. Denke ich mal. Aber was haben wir hier noch in der Nähe? Nein. Sorry, dass ich immer die falsche Waffe ziehe. Ich kann mir vorstellen, dass hier bestimmt noch was Neues ist. Da, wo Feuer ist. Ach ja, nee, da ist der Dragomir, logisch. Also wenn Dragomir da ganz gemütlich sitzt, sein Feuerchen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kurzbogen. Was jetzt? Warum ist Dragomir mir feindlich gesonnen? Hä? Kann mir das jemand erklären, warum das jetzt so ist? Sogar der Dandolo ist sogar aggressiv auf mich. Was soll denn das jetzt werden, wenn es fertig ist? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Nee, nee. So, an der gleichen Stelle wieder eingeladen. Dandolo, du bist ja noch freundlich. Schön. Und wenn ich jetzt zu Dragomir gehe, dann werden beide plötzlich aggro? Das verstehe ich nicht. Ist das jetzt ein Bug oder... Mal ausprobieren. Jetzt kriege ich dich aber. Aha. Warum? Warum wird da Dragomir denn jetzt plötzlich? Kann mir das einer bitte, bitte verraten? Den will ich aber nicht umnieten. So. Und dein Lolo macht mich auch fertig. Check ich nicht. Was soll denn das? Ja, dann müssen wir wohl einen großen Bogen um Dragomir machen, ne? Dein Lolo, ne? Bist du noch friedlich, oder? Bitte, bitte, bitte. Ja, er ist noch friedlich. Also, ich weiß nicht, wo die Logik da zu finden ist. Okay, oh, da unten bewegt sich, glaube ich, was. Also, wir haben mal wieder... das Bögelchen hier mal reinbögeln. Ja, da ist es doch wieder. Wiesenschinder. Ja. Na? Da sind aber viele Wiesenschinder hier. Wer ist denn auf den Namen gekommen? Herrlich. So, noch einer. Gut. Okay, das wird's gewesen sein. Feldräuber. Ursprünglich. Aka Feldräuber. So. Da ist nicht zu holen. Okay. Kann man so schlecht sehen. Alles da ist nicht hier. Zu holen. Hier habe ich den schon. Holen. Okay, dann habe ich sie schon. Eine gewöhnliche Axt. Ach, hier sind ja die Gerber gewesen. Richtig, genau. So. Die Truhen habe ich, das weiß ich, ne? Genau, richtig. Nur mal in Erinnerung rufen, das Ganze. Ach ja, dann gehen wir mal hier in die Richtung. Schauen wir nochmal auf der Karte, wenn die noch richtig platziert ist. Ja, ist sie auch. Dann, gehen wir mal eine andere Richtung. Jetzt habe ich mich aber ein bisschen verfranzelt hier. Da ist was. Da ist ein Skelett. Da ist noch ein Skelett. Aha. Gut, hast du dann, Dolo, denn immer noch die Waffe dabei, die ich dir gegeben habe? Ja, nimm. Und zwar gut. Den Krummsäbel. Ja, dann bist ja gut. Das ist schön, dass das so ist. Denn bei der letzten Folge haben wir ja festgestellt, den Bastardo, den ich ihm gegeben habe, der war auf einmal verschwunden. Dandolo, wieso machst du denn nichts? Yusufna, verstehe ich nicht. Menno, was gibt's noch hier? Zombie. Ach ja, schön. Sumpf und Zombie. Ja, gucken wir mal. Geht. Und da kommt noch einer. Geht. Die haben natürlich nichts, ne? Ja, haben nichts. Gut.
Aha, noch irgendwas hier versteckt im sumpfigen Sumpf. Ach ja, das ist ja kein Sumpf, das ist ja dieser. Genau, dieser Frithjof. Na, komm. Noch mehr. Ich bin. Oh, okay. Der hat meinen Zombie geklaut. Okay. Oh oh. Nicht Seekorb. Bist du noch okay dann, Lolo? Er brutzelt, aber hat keinen Schmerz davon getragen. Okay. Jetzt. Jetzt hat sich's wieder ein bisschen aufgeklärt. So, jetzt sind wir hier bei Seekorbs Hof. Und ich würde mal sagen, gucken wir mal, was bei Seekorb ist. Ob er noch. Ja, okay, sind alle noch da. Gut, liebe Leute, liebe Freunde. Bis hierhin für diese Folge. Es ging diesmal nur um die Schlafenden, um die Suchenden. Lieber. Wohl oder übel, also einige dezimiert haben. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schreibt einen Kommentar und vor allem das, warum jetzt Sandolo bei dem Dragomir aggressiv geworden ist und überhaupt deswegen. Ach ja, und eine Erinnerung. Guckt auf meinem Diskussionstab und stimmt ab. Danke sehr. Tschüss.